Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie wieder erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich möchte heute mit unserer Serie über die Welt der Dämonen fortfahren. Wir hatten ja bereits in der letzten Sendung einiges über Dämonen gelernt, wie es in der Bibel beschrieben steht. Und wir hatten zum Abschluss der Sendung bereits gesehen, dass Satan seine Prediger hat, dass viele Geister, wie es heißt, in die Welt gegangen sind und Gott sagt uns, die Geister zu prüfen, ob sie wirklich von Gott kommen. Denn viele geben vor, von Gott zu kommen und sind aber nicht Instrumente und Werkzeuge Gottes in diesem Sinne. Wir hatten auch bereits gesehen, dass es einen falschen Propheten geben wird, der in der Bibel beschrieben steht, im Buch der Offenbarung, eine sehr mächtige religiöse Persönlichkeit, die sogar Wunder und Zeichen vollführen wird, um die Menschen zu verführen. Und wir lasen auch, dass Satan die ganze Welt verführt. Aber diese Verführung, die noch kommen wird, wird gigantische Ausmaße haben. Wir lesen über diese falsche religiöse Führerpersönlichkeit, auch noch in einem anderen Buch, und zwar im 2. Thessalonikerbrief. Und ich möchte zu Beginn der heutigen Predigt einmal damit anfangen, ein wenig aus diesem Kapitel, im 2. Thessaloniker Kapitel 2 zu lesen, denn das ist eine sehr bemerkenswerte Prophezeiung, die noch in der Zukunft liegt, aber wie ich meine, nicht in der allzu fernen Zukunft. Und dies ist auch eine Warnung für uns alle. Denn Gott sagt durch Jesus Christus, wenn es möglich wäre, dann würden sogar die Auserwählten verführt werden, wenn diese Dinge geschehen. Schauen wir uns 2. Thessalonicher Kapitel 2 einmal an und angefangen in Vers 9. 2. Thessalonicher Kapitel 2, angefangen in Vers 9. Hier wird von einem Menschen gesprochen, der wird hier in der Lutherbibel der Böse genannt. Er wird aber auch der Mensch der Sünde genannt. Der Mensch der Ungerechtigkeit. Hier wird er als der Böse beschrieben und es heißt hier, der Böse aber wird in der Macht des Satans auftreten. Also schauen Sie auch hier wiederum, steckt Satan dahinter. Mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern. Ja, die sehen sehr gewaltig aus, aber das sind lügenhafte Zeichen, weil die keine gute Bedeutung haben werden. Sie sind dazu gemacht, um die Menschen zu verführen. Das heißt dann hier, und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit. Schauen Sie, Gerechtigkeit ist definiert als das Halten der Gebote Gottes. Also hier wird dieser Böse durch diese Zeichen die Menschen dazu noch weiter verführen, Gottes Gesetze zu übertreten. Mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, damit sie gerettet würden. Schauen Sie, es geht nicht nur darum, die Wahrheit zu kennen, es geht darum, die Wahrheit zu lieben. Es geht darum, wirklich von ganzem Herzen der Wahrheit, und Gottes Wort ist die Wahrheit, zu folgen. Und dann heißt es hier in Vers 11, darum sendet ihnen Gott die Macht der Verführung. Darauf werden wir noch zu sprechen kommen, ein wenig später in der heutigen Predigt oder vielleicht in der nächsten, wie das zu verstehen ist. Wieso sendet Gott diese Macht der Verführung? Da muss man ein wenig dazu etwas sagen. Es heißt hier, darum sendet ihnen Gott die Macht der Verführung, dass sie der Lüge glauben, damit gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht glaubten, sondern Lust hatten an der Ungerechtigkeit. Hier kurz gesagt, Gott lässt dies zu. Aber es ist Satan, der dies bewirkt. Aber Gott lässt es zu, weil die Menschen die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Weil sie lieber der Lüge glauben wollen und die Lüge praktizieren wollen. Wie wir das so häufig jetzt in den letzten paar Tagen gesehen haben. Denken wir an das Weihnachtsfest. Denken wir an Neujahr. Denken wir zum Beispiel in Deutschland an das Fest der Heiligen Drei Könige, was jetzt kürzlich gehalten werden wird. Sie wollen der Lüge glauben. Sie wollen der Lüge anhangen. Sie wollen nicht die Liebe der Wahrheit akzeptieren. Und weil dies der Fall ist, wird diese Persönlichkeit, die noch kommen wird, eine großartige, aber nicht im positiven Sinne, Wirkung haben auf die gesamte Menschheit. Dämonen stecken dahinter. Satan steckt dahinter. Satan, der Fürst der Finsternis, der sich aber als ein Engel des Lichtes verstellt. Und die Prediger, die er hat, die verstellen sich als Diener der Gerechtigkeit, sind es aber keineswegs. Schauen Sie, Dämonen werden vielfach in der Bibel, zumindest in den Übersetzungen im Englischen, als Vertraute
Geister beschrieben. Vertraute Geister, Geister, die sich vertraut machen wollen mit uns. Im Englischen familiar spirits. Deswegen ist es sehr gefährlich, sich auf diese Wellenlänge zu begeben. Sie wollen sich, wie ich sagte, mit uns anfreunden. Zunächst einmal vielleicht auf positive, in Anführungszeichen, Weise. Aber es ist alles dies zum Zwecke der Verführung. Schauen wir uns einmal im dritten Buch Mose Kapitel 19 an, was uns Gott hierzu zu sagen hat. 3. Mose Kapitel 19 und Vers 31. Wie ich sagte, wenn Gott uns Engel sendet, dann haben die eine Botschaft zu verkünden, kurz und knapp. Aber die lassen sich nicht auf große Diskussionen ein. Sie bei Dämonen so, allerdings ist es anders. Hier in 3. Mose Kapitel 19 und Vers 31, da lesen wir: Ihr sollt euch nicht wenden zu den Geisterbeschwörern und Zeichendeutern und sollt sie nicht befragen, dass ihr nicht an ihnen unrein werdet. Ich bin der Herr, euer Gott. Also zunächst einmal soll man sich nicht an solche Menschen wenden, die uns vorgeben, die Zukunft sagen zu können, die als Medium fungieren, die angeblich Lektionen und Ideen und Botschaften aus dem Jenseits erhalten. Gott sagt, ihr macht euch damit unrein, wenn ihr da in Kontakt tretet mit solchen Menschen. Aber es geht noch weiter. Warum soll man sich nicht mit diesen Menschen in Verbindung setzen? Durch wen werden diese Menschen inspiriert, das zu sagen, was sie sagen? Sicherlich nicht durch die Geister der Verstorbenen, weil die Verstorbenen in ihren Gräbern tot liegen. Also das kann keineswegs der Fall sein. Schauen wir uns auch in Kapitel 20, Vers 6 an. 3. Mose 20, Vers 6. Wenn sich jemand zu den Geisterbeschwörern und Zeichendeutern wendet, dass er mit ihnen Abgötterei treibt, so will ich mein Antlitz gegen ihn kehren und will ihn aus seinem Volke ausrotten. Und dann heißt es auch weiter in Vers 27, zunächst einmal in der Lutherbibel. Wenn ein Mann oder eine Frau Geister beschwören oder Zeichen deuten kann, so soll sie des Todes sterben. Man soll sich steinigen. Ihre Blutschuld komme über sie. Schauen Sie, so ernst nahm Gott die Sache. Geister beschwören. Es geht hier nicht um die Geister der Verstorbenen, es geht um Dämonen, die ja als Geister oder Geistwesen identifiziert werden. Lassen Sie mich Ihnen einmal aus der Mengebibel vorlesen, wie hier 3. Mose 20 und Vers 27 übersetzt wird. Da heißt es: Wenn ferner ein Mann oder ein Weib einen Geist der Totenbeschwörung oder einen Wahrsagegeist in sich hat, schauen Sie, so sollen sie unfehlbar mit dem Tode bestraft werden. Das sind Menschen, die von Dämonen inspiriert sind, die vielleicht sogar von Dämonen besessen sind. Die Botschaften, die sie verkünden, sind Botschaften von Dämonen. Und wahre Christen sollen nichts damit zu tun haben. Gott hat sogar damals dem alten Israel verboten, und die waren noch nicht einmal bekehrte Christen, nichts damit zu tun zu haben. Und wie sieht es heute aus? Da gehen Menschen zu diesen Wahrsagern. Da gehen Menschen hin und lesen ihre Horoskope. Und da gehen Menschen hin und versuchen, alles das zu tun, was Gott ihnen ausdrücklich verbietet. Und sie begeben sich damit auf die Wellenlänge Satans und seiner Dämonen. Und die meisten Menschen heute glauben gar nicht mal an Satan und seine Dämonen und sind von daher willenlose, dumme Schafe der Verführung. Wie sieht es mit Häusern aus, die angeblich von Geistern belebt sind, in denen es angeblich spukt? Poltergeister, wie man sie so nennt. Mit Seancen, zu denen man geht, um sich die Zukunft mitteilen zu lassen, Karten lesen, Kommunikation mit den Toten. Meine Damen und Herren, alles dies sind Methoden Satans. Ein Christ sollte absolut nichts mit irgendetwas, mit solchen Dingen zu tun haben. Er sollte auch nicht aus Kuriosität in ein Haus gehen, in dem es angeblich spukt, um zu sehen, ob es da auch wirklich spukt. Sehen Sie, was ich meine? Es ist sehr gefährlich, in Kontakt zu treten mit Satan und seinen Dämonen, auch wenn man nicht an Satan und seine Dämonen glaubt. Davon existieren sie trotzdem. Wie sieht es mit sogenannten Außerirdischen aus? Mit Begegnungen mit Außerirdischen? Mit der Tatsache, dass einige Leute sogar behaupten, sie seien in Raumschiffe entführt worden und seien dann
auf einem anderen Ort auf dieser Erde dann wieder niedergelassen worden. Wenn dem so ist, wenn das in der Tat wahr ist und nicht nur eine Fantasie von diesen Menschen, dann kann man auch ganz eindeutig sagen, dass es hierbei um dämonische Einwirkungen handelt. Nicht um Außerirdische, die auf irgendwelchen anderen Planeten leben, denn die Bibel sagt uns keineswegs, dass es überhaupt möglich ist. Aber es geht natürlich um Dämonen, die in der Tat die Kraft und die Macht haben, solche Dinge den Menschen vorzugaukeln und sogar in gewisser Weise auch auf sie einzuwirken. Schauen Sie, Dämonen sind keineswegs unsere Freunde. Wir wollen uns einmal anschauen, was die Bibel uns sagt. Was Dämonen so denken, was Dämonen so tun, was ihr Vorhaben ist, ihr Ziel. Zum Beispiel in Lukas Kapitel 6. Und auch hier möchte ich dies aus der Menge-Bibel vorlesen. Lukas Kapitel 6 und Vers 18. Lukas Kapitel 6 und Vers 18. Da heißt es hier in der Menge-Bibel: Alle diese waren gekommen, um ihn, Jesus Christus, zu hören und sich von ihren Krankheiten heilen zu lassen, auch die von unreinen Geistern Geplagten fanden Heilung. Schauen Sie, unreine Geister, Dämonen, plagen die Menschen. Das ist das, was sie tun wollen. Sie plagen sie. Sie sind nicht die Freunde der Menschheit, auch wenn sie gewisse Menschen sogar besitzen. Sie lieben es, sie zu plagen, ihnen Schaden zuzufügen. Sie werden unreine Geister genannt, und wir hatten ja gesehen, wenn wir uns mit Geisterbeschwörern abgeben, werden wir selbst unrein, treten wir selbst in Kontakt mit diesen unreinen Geistern. In Lukas Kapitel 11, auch hier wiederum lese ich das aus der Menge-Bibel vor, angefangen in Vers 24. Lukas Kapitel 11, angefangen in Vers 24. Da heißt es, wenn der unreine Geist von einem Menschen ausgefahren ist, aber es geht ja nicht um eine wirkliche Austreibung durch einen wahren Diener Gottes, es geht hier um ein freiwilliges Verlassen dieses unreinen Geistes, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht um Menschen vorzugaukeln, dass derjenige, der vielleicht von einer gewissen Religion herkommt und angeblich einen Exorzismus durchgeführt hat, die Macht gehabt haben soll, dies zu tun. Auf alle Fälle, es geht hier um ein freiwilliges Verlassen dieses Dämon. Und er sagt, wenn der unreine Geist von einem Menschen ausgefahren ist, durchwandert er wüste Gegenden und sucht eine Ruhestätte. Und wenn er keine findet, so sagt oder denkt er, ich will in mein Haus zurückkehren, das ich verlassen habe. Wenn er dann hinkommt, findet er es sauber gefegt, schön aufgeräumt. Hierauf geht er hin und nimmt noch 7 andere Geister, die bösartiger sind als er selbst, und sie ziehen ein und nehmen dort Wohnung. Und das Ende wird bei einem solchen Menschen schlimmer, als der Anfang war. Schauen Sie, dieser Mensch, der einmal von einem Dämon geplagt wurde, der scheinbar von einem Dämon besessen war, als dieser Dämon dann weggeht, der räumt alles schön sauber auf, aber er hat keinerlei Beziehung zu Gott. Und von daher ist seine Wohnung, sein Haus, er selbst nach wie vor einem solchen Einfluss gegenüber zugänglich. Und dann heißt es sogar, dass dieser Dämon sogar andere Dämonen dann mit sich nimmt und die alle besessen oder besitzen dann diesen Menschen. Und da wird es natürlich noch schlimmer, als es vorher war. Aber schauen Sie, es geht um Dämonen, die bösartig sind. Es gibt keine gutartigen Dämonen. Und die Idee, dass man mit Dämonen in Kontakt treten kann, um von denen irgendetwas zu lernen, um von denen irgendwie profitieren zu können, ist absolut dämonisch. Ist teuflisch. Ist nicht das, was uns die Bibel sagt. Und wenn Sie meinen, Sie könnten da irgendwie ruhig so ein bisschen Kartenlesen betreiben, Seancen betreiben, Wahrsager aufsuchen, sich hypnotisieren lassen, dann begeben Sie sich auf die Wellenlänge Satans des Teufels. Ich kann es Ihnen garantieren, und Sie werden die Konsequenzen zu tragen haben. Es gibt da viele Schriftstellen in der Bibel, die uns zeigen, dass Dämonen zum Beispiel Tiere besitzen können, und auch Menschen, und sie natürlich dann auch dazu zwingen werden, furchtbare Dinge zu tun. Zurückkehren zur Lutherbibel möchte ich jetzt Lukas Kapitel 22 einmal vorlesen. Lukas Kapitel 22, die Verse 3 und 4. Lukas Kapitel 22, die Verse 3 und 4.
Es geht hier um Judas Iskariot, derjenige, der Jesus Christus verriet. Warum verriet er ihn? Nun, sicherlich hatte er bereits schon die Emotion, die Motivation, das Vorhaben, es zu tun. Aber schauen Sie, wer der letztendliche Urheber war, der ihn dazu motivierte, diesen letzten Schritt zu tun. Nun, Judas hatte sich natürlich schon diesem Urheber gegenüber zugänglich gemacht. Aber schauen Sie sich an, was hier geschieht. Lukas, Kapitel 22, die Verse 3 und 4. Es fuhr aber der Satan in Judas, genannt Iskariot, der zur Zahl der 12 gehörte. Und er ging hin und redete mit den hohen Priestern und mit den Hauptleuten darüber, wie er ihn an sie verraten könnte. Nachdem Satan von Judas Besitz ergriffen hatte, hat Judas dann diesen Entschluss durchgeführt, Jesus zu verraten. Schauen wir uns auch die Parallelstelle an in Johannes, Kapitel 13. Johannes, Kapitel 13. Angefangen Vers 27. Jesus hatte gesagt, wer hier an diesem Tisch Brot isst aus meiner Hand, der wird derjenige sein, der mich verrät. Und dann heißt es in Vers 26, der ist es, dem ich den Bissen eintauche und gebe. Und er nahm den Bissen, tauchte ihn ein und gab ihn Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Vers 27. Und als er den Bissen nahm, fuhr der Satan in ihn. Und da sprach Jesus zu ihm, was du tust, das tue bald. Aber niemand am Tisch wusste, wozu er ihm das sagte. Und einige meinten, weil Judas den Beutel hatte, wo das Geld drin war, da spräche Jesus zu ihm, kaufe, was wir zum Fest nötig haben. Es geht hier um das Fest der ungesäuerten Brote. Oder dass er den Armen etwas geben sollte. Als er nun den Bissen genommen hatte, da ging er alsbald oder sofort hinaus, und es war Nacht. Warum wird es hier hervorgehoben, dass es Nacht war? Weil jetzt der Fürst der Finsternis zunächst einmal den Judas dazu motivieren würde, Christus zu verraten. Die Nacht war gekommen, von der Christus auch gesprochen hatte, zu den Jüngern. Er sagte, tut das Werk, solange wie es Tag ist. Es kommt die Nacht, da keiner mehr arbeiten kann. Und zunächst einmal würde natürlich durch den Opfertod Christi scheinbar das Werk beendet sein. Nun, das, was Christus tun wollte, das würde beendet sein, aber nicht das Werk, das er den Jüngern übergeben hatte. Denn er sagte denen, ihr geht hinaus in alle Welt und ihr verkündigt das Evangelium vom Reich zu allen Völkern und ich werde mit euch sein bis ans Ende der Welt. Und diese Botschaft wird heute nach wie vor und muss heute nach wie vor verkündet werden von Gottes wahrer Kirche. Und es geht um das wahre Evangelium, nicht um das falsche Evangelium, was heute so allgemein verkündet wird, sondern das wahre Evangelium vom Reich Gottes, das hier auf Erden errichtet werden wird in ein paar Jahren, wenn Christus zurückkommt. Aber hier ist es wiederum Satan, der Judas motiviert, diese teuflische, diese dämonische Handlung zu vollbringen. Und obwohl es natürlich vorherbestimmt war, dass es geschehen würde, sagte Christus gleichwohl, es wäre besser für einen solchen Menschen, der dies tut, er wäre niemals geboren worden. Denn der wird immer mit dieser Erinnerung leben müssen. Aber er hatte sich Satan gegenüber zugänglich gemacht. Die Gefahr wiederum, die wir hier sehen, dies nicht zu tun. Dämonen, die Menschen besitzen, können Menschen dazu bringen, extrem gewalttätig zu werden. In Matthäus Kapitel 8 lesen wir ein Beispiel. Matthäus Kapitel 8 und in Vers 28. Matthäus Kapitel 8 und Vers 28. Und er kam ans andere Ufer in die Gegend der Gadarener. Und da liefen ihm entgegen zwei Besessene. Die kamen aus den Grabhöhlen und waren sehr gefährlich, sodass niemand diese Straße gehen konnte. Extrem gewalttätige Menschen. Und diese gewalttätigen Menschen, die können auch sehr destruktiv sein, nicht nur gegenüber anderen, sondern auch gegenüber sich selbst. Mit anderen Worten, die Dämonen bringen sie dazu, gegenüber sich selbst destruktiv zu sein, gefährlich zu sein, möglicherweise Selbstmörder zu werden. In Markus Kapitel 5, Markus Kapitel 5, lesen wir angefangen Vers 2.
Und wenn man manchmal heute von Geschehnissen hört, wie Menschen andere behandeln oder sich selbst, dann muss man ganz eindeutig zu dem Schluss kommen, dass hier dämonisches Wirken zumindest daran mit beteiligt ist. In Markus Kapitel 5 und angefangen Vers 2, da lesen wir: Und als er aus dem Boot trat, da lief ihm alsbald von den Gräbern her ein Mensch entgegen mit einem unreinen Geist. Der hatte seine Wohnung in Grabhöhlen und niemand konnte ihn mehr binden, auch nicht mit Ketten, denn er war oft mit Fesseln und Ketten gebunden gewesen und hatte die Ketten zerrissen und die Fesseln zerrieben und niemand konnte ihn bändigen. Der war so auch sehr stark geworden durch diesen Einfluss. Und er war alle Zeit, Tag und Nacht, in den Grabhöhlen und auf den Bergen, schrie und schlug sich mit Steinen. Also eine sehr destruktive Handlung sich selbst gegenüber. Es ist auch interessant, dass vielfach Menschen, die von Dämonen besessen sind, jedweden Anstand verlieren. In Lukas Kapitel 8 lesen wir ein Beispiel hierüber. Lukas Kapitel 8 und Vers 27. Lukas Kapitel 8 und Vers 27. Ich lese diese Stellen vor, um Ihnen zu zeigen, wie gefährlich es ist, sich mit Dämonen einlassen zu wollen und sich von allem fernhalten zu sollen, was in irgendeiner Form dämonischen Ursprungs sein könnte. Lukas Kapitel 8 und Vers 27. Und als er ans Land trat, begegnete ihm ein Mann aus der Stadt, der hatte böse Geister. Er trug seit langer Zeit keine Kleider mehr und blieb in keinem Hause, sondern in den Grabhöhlen. Wir lesen auch in der Bibel, dass Dämonen Menschen beeinflussen und besitzen können und sie dadurch geistlich, psychologisch und physisch krank machen können. Nicht jede Krankheit, die wir heute so kennen, ist materiellen Ursprungs. Wie das damals der Fall war, dass viele, die auch vielleicht geisteskrank sind, von Dämonen beeinflusst werden oder besessen sind, so ist das heute nach wie vor der Fall. Nun, das heißt nicht, dass jede, in Anführungszeichen, Geisteskrankheit dämonischen Ursprungs ist. Aber es heißt sehr wohl, dass sie es sein kann. Schauen wir uns einige Beispiele an. Zum Beispiel hier in 2. Korinther Kapitel 12. Nun, das ist eine sehr merkwürdige Stelle zunächst einmal, wenn man sie nicht richtig versteht. Denn hier geht es um den Apostel Paulus. Und der Apostel Paulus hatte sicherlich nichts getan, was Dämonen dazu motivieren könnte, ihn in irgendeiner Form zu belästigen. Aber gleichwohl war das hier der Fall. Nun, Satan kam ja auch um Christus zu versuchen in der Wüste. Und wir lesen ja auch die Versuchungen Satans im Hinblick auf Hiob. Und Christus sagt auch, dass Satan sich darum bemüht hatte und nach wie vor, als Petrus noch lebte, darum bemühte, an Petrus heranzukommen. Und hier lesen wir, dass hier auch Satan oder ein Dämon zumindest Paulus krank machte. Physisch krank, nicht psychisch krank, aber physisch krank. In 2. Korinther, Kapitel 12, lesen wir Vers 7. Aber das war natürlich ein Grund, warum Gott dies zuließ. Denn Gott hatte Paulus sehr großartige Offenbarungen gezeigt. In einer Weise, wo es heißt, dass kein Mensch diese Dinge gehört und gesehen hatte, die Paulus hier offenbart wurden. Und da war natürlich jetzt die Gefahr, dass sich Paulus über diese Dinge dann überheben könnte, dass er jetzt stolz werden könnte, dass er sagen könnte, was bin ich für ein großartiger Mensch, dass Gott mir diese Dinge zeigt. Und Gott wusste dies. Und Paulus erkannte dies auch. Und so heißt es hier in Vers 7. Damit ich mich wegen der hohen Offenbarungen nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Und seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir wiche. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.
Und darum würde ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Nun, einige meinen, es war möglicherweise eine Krankheit wie Lepra oder eine andere ansteckende Krankheit, die Paulus hatte. Wir wissen nicht genau, was für eine Krankheit es war. Wir wissen aber, dass es scheinbar eine physische Krankheit gewesen ist, die durch einen Engel Satans erzeugt wurde. Und Gott hat in diesem Falle es nicht für gut befunden, ihn von dieser Krankheit zu heilen. Nun, in vielen Fällen, wie wir das noch sehen werden, hat Christus natürlich Menschen von Dämonen befreit und von daher auch Krankheiten abgeschafft. Denn die Dämonen waren es ja, die die Krankheiten zunächst einmal erzeugten. Aber wir müssen immer verstehen, dass es Gottes Wille sein muss und wir uns dem Willen Gottes unterordnen müssen, wenn gewisse Dinge nicht so laufen, wie wir das so wollen. Und in diesem Falle hatte Gott Paulus gegenüber sehr deutlich gemacht, er würde Paulus nicht von diesem Problem heilen, damit er eben nicht überheblich würde. Nun, schauen wir uns einmal an, was die Bibel zu dem Einfluss von Dämonen sagt im Hinblick auf Krankheiten. Zum Beispiel in Markus Kapitel 9. Markus Kapitel 9. Und in Vers 17. Markus Kapitel 9 und Vers 17. Einer aber aus der Menge antwortete: Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, denn er hat einen sprachlosen Geist. Nun, das bedeutet, dieser Geist machte diesen Sohn stumm, sodass der Sohn nicht sprechen konnte. Das heißt hier, sprachloser Geist. Es heißt hier auch in Vers 25 im gleichen Kapitel: Als nun Jesus sah, dass das Volk herbeilief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm: Du sprachloser und tauber Geist. Also der machte diesen Menschen nicht nur sprachlos oder stumm, er machte ihn auch taub. Der konnte weder hören noch sprechen. Ich gebiete dir, fahr von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Schauen Sie, Christus sagte, fahr von ihm aus und fahre nicht wieder in ihn hinein. Das war die richtige Austreibung, die verhindern würde, dass dieser unreine Geist zurückkommen würde. Im Gegensatz zu diesem anderen Beispiel, was wir bereits gelesen hatten, wo der unreine Geist freiwillig einen Menschen verlässt und dann natürlich auch zurückkommen kann, wenn der Mensch sich ihm weiterhin öffnet. Aber hier sagt er, fahre nicht wieder in ihn hinein. Und da schrie er, also schauen Sie, der Geist selbst war nicht stumm, der machte den Menschen stumm. Da schrie er und riss ihn sehr und fuhr aus. Und der Knabe lag da wie tot, sodass die Menge sagte, er ist tot. Jesus aber ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf und er stand auf. Und die Implikation ist natürlich die, dass er nun sprechen und hören konnte. Also es war dieser Dämon, der diesen Menschen stumm und taub gemacht hatte. Wir lesen noch eine weitere Stelle in Matthäus Kapitel 17. Matthäus Kapitel 17, die Verse 15 bis 18. Da heißt es hier in Matthäus Kapitel 17, angefangen in Vers 15, ein Mensch kam zu Christus, fiel ihm zu Füßen und sprach: Herr, erbarme dich über meinen Sohn, denn er ist mondsüchtig. Nun, es heißt hier mondsüchtig in der Lutherbibel. In anderen Stellen heißt es fallsüchtig, wie das die Menge-Bibel sagt, und andere übersetzen epileptisch. Nicht jede Epilepsie ist natürlich Ursache oder vielmehr Auswuchs von Einfluss von Dämonen. Aber Dämonen können sehr wohl jemanden epileptisch machen. Denn jeder Stumme ist ja auch nicht unbedingt deshalb stumm, weil ein Dämon in ihm ist. Aber wie gesagt, es kann der Fall sein. Und er sagt hier, der ist mondsüchtig und hat schwer zu leiden. Er fällt oft ins Feuer und oft ins Wasser. Und ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht und sie konnten ihm nicht helfen oder sie konnten ihn nicht heilen. Und Jesus antwortete und sprach: O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch erdulden? Bringt ihn mir her. Und Jesus bedrohte ihn und der böse Geist fuhr aus von ihm und der Knabe wurde gesund oder geheilt zu derselben Stunde. Also hier war ein Knabe, der entweder mondsüchtig war oder fallsüchtig oder epileptisch und der dann geheilt wurde dadurch, dass der Dämon ausgetrieben wurde. Und dann war dieser Knabe wieder gesund. Ein Dämon kann Menschen auch in einen verkrümmten Zustand bringen.
In Lukas Kapitel 13 lesen wir dies. Lukas Kapitel 13 und in Vers 11. Da heißt es in Vers 10, ihr lehrt in einer Synagoge am Sabbat. Also es war die Gewohnheit Christi, den Sabbat zu halten. Paulus sieht den Sabbat. Paulus gebot den Heiden, den Sabbat zu halten, denn er sagte denen, lebt so wie ich lebe. Und er folgte dem Beispiel Christi. Also die Idee, der Sabbat sei heute abgeschafft und man könne ihn durch den Sonntag ersetzen, steht nicht in der Bibel. Nein, er lehrte am Sabbat. Und es heißt hier in Vers 11, und siehe, eine Frau war da. Die hatte seit 18 Jahren einen Geist, der sie krank machte. Und sie war verkrümmt und konnte sich nicht mehr aufrichten. Und als aber Jesus sie sah, da rief er sie zu sich und sprach zu ihr, Frau, sei frei von deiner Krankheit. Und er legte die Hände auf sie und sogleich richtete sie sich auf und pries Gott. Nun, wie hat Christus hier die Frau geheilt? Nun, indem er den Dämon austrieb. Aber schauen Sie, Dämonenaustreibung wird mit Krankheit identifiziert. Und hier legt Christus die Hand auf die Frau und betet zu Gott, dem Vater, um Heilung. In diesem Falle Austreibung des Dämons, sodass diese Frau nicht mehr gekrümmt sein musste. Und genau das, was hier der Fall war. Nun, der Vorsteher der Synagoge, der war natürlich unwillig, dass Jesus dies am Sabbat tat. Und er sprach zu dem Volk, es sind 6 Tage, an denen man arbeiten soll. An denen kommt und lasst euch heilen, aber nicht am Sabbattag. Er verstand natürlich den Sinn und Zweck des Sabbats keineswegs. Und da antwortete ihm der Herr und sprach, ihr Heuchler, bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder seinen Esel von der Krippe los und führt ihn zur Tränke? Sollte dann nicht diese, die doch Abrahams Tochter ist, die der Satan schon 18 Jahre gebunden hatte, am Sabbat von dieser Fessel gelöst werden? Schauen Sie, er macht es ganz deutlich, dass es Satan war. Möglicherweise Satan selbst oder durch einen sehr mächtigen Dämon, der diese Frau in den Zustand der Verkrümmung gebracht hatte. Und wie ich eben schon andeutete, diese Geschichten, von denen man so hört, dass jemand angeblich von Außerirdischen von einem Platz der Erde zu einem anderen Platz der Erde transportiert wurde, wenn dies der Fall war, und es gibt einige Erzählungen, wo man scheinbar davon ausgehen muss, dass das in der Tat geschehen ist, dann kann man deutlich sagen, dass dies auf das Wirken von Dämonen zurückgeht. Denn Dämonen und Satan haben die Macht, Menschen von einem Ort der Erde zu einem anderen zu transportieren. Wir wissen natürlich, dass dies Gott kann. Wir haben bereits gesehen, dass das die wahren Engel können und auch manchmal sogar tun. Aber wir lesen auch, dass Satan es tun kann. Wir lesen dies zum Beispiel in Matthäus Kapitel 4. Matthäus Kapitel 4 und in Vers 5. Alles dies gilt natürlich der Verführung, der Versuchung, der Idee, es gibt vielleicht Außerirdische, die es eben nicht gibt. Aber wenn Satan dies so tut, dann meinen die Menschen, es müssten also Außerirdische gewesen sein, die sie dann von einem Ort auf einen anderen, zu einem anderen Ort transportiert hätten. In Matthäus Kapitel 4 lesen wir in Vers 5, da führte ihn, also da führte ihn, ist Jesus Christus mit gemeint, da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Nun, wie hat der Teufel Jesus zur Zinne des Tempels, zur Spitze des Tempels gebracht? Denn das war ja eine wirkliche Begebenheit, das war nicht nur eine Vision hier, das war eine wirkliche Versuchung. Jesus stand hoch auf dem Tempel und Satan sagt ihm, stürze dich hinab. Nun, dadurch, dass Satan ihn durch die Luft von der Erde hin auf diesen Tempel transportiert hat. Und wir lesen auch eine weitere interessante Stelle in Vers 8 im gleichen Kapitel. Da heißt es, darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg. Nun, auch das war Wirklichkeit, nicht nur eine Vision. Aber wie hat er ihn so schnell auf diesen Berg gebracht? Die sind nicht auf diesen hohen Berg gestiegen für mehrere Tage. Nein, der Teufel hat ihn auf diesen hohen Berg transportiert. Und er zeigt ihm dann, allerdings das ist jetzt eine Vision, alle Reiche der Welt in ihrer Herrlichkeit und so weiter und so fort. Und wir lesen auch die Parallelstelle in Lukas Kapitel 4. In Lukas Kapitel 4
Und in Vers 5, auch hier heißt es vielleicht sogar noch deutlicher, der Teufel führte ihn hoch hinauf und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick. Und dann auch in Vers 9. Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels. Sieh, er stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich von hier herunter. Also Satan hat die Macht, Dämonen haben die Macht, Menschen von einem Ort der Erde zu einem anderen Ort der Erde zu transportieren. Und das sollten wir bedenken, wenn wir diese Erzählungen hören von Außerirdischen, die angeblich da tätig waren. Es waren keine Außerirdischen, genauso wenig wie es Geister von Verstorbenen sind, die mit uns kommunizieren, wenn wir so narrhaft sind, dies tun zu wollen. Es sind Dämonen, die dies tun, um die Menschen zu verführen, um denen falsche Ideen beizubringen. Zauberei, Hexerei, Hypnose, fernöstliche Meditationspraktiken sind alle dämonischen Ursprungs. Viele praktizieren heute die sogenannte transzendentale Meditation, die von Maharishi Mahesh Yogi aus Indien durch die Beatles im Westen sehr populär wurde. Ich habe mich eingehend mit dieser Materie beschäftigt und kann Ihnen versichern, dass dies dämonischen Ursprungs ist. Diese Mantren, die Ihnen dann mitgeteilt werden, diese indischen Worte, die man angeblich ja nicht mehr laut wiederholen darf, die man aber immer wieder und wieder und wieder in Gedanken denken soll, sprechen soll, das sind Namen von indischen Gottheiten. Und Sie wissen ja vielleicht, dass im Hinduismus indische Gottheiten sowohl gut als auch böse sind. Das ist so eine Mischung. Und wenn Sie nach wie vor immer wieder diese Namen anrufen, auch nur vielleicht in Ihren Gedanken, dann sollten Sie sich nicht wundern, dass einmal dann auch diese Persönlichkeit sich bei Ihnen bemerkbar macht. Und wenn Sie dann von Erzählungen hören und lesen, was mit Menschen geschieht, die diese Meditationspraktiken durchführen. Zum Beispiel in einem Falle, dass jemand meinte, sie sei eine Hexe. Und hat sich dann auf dem Marktplatz in Bonn verbrannt. In einem anderen Falle wurde mir erzählt, dass jemand, der diese Meditationspraxis betreibt, auf einmal fühlte er sich verfolgt von jemandem. Und er schaute sich um, es war niemand da, aber er wusste genau, es war jemand da, der ihn verfolgte. Und andere Erzählungen. Es sollte einem doch dann klar werden, was dahinter steckt. Und warum wir uns nicht mit einer solchen Situation vertraut machen sollten, warum wir uns nicht in eine solche Begebenheit einlassen sollten. Wir müssen allerdings auch verstehen, dass Dämonen lügnerische Geister sind, die eines nicht können. Sie können sich nicht materialisieren. Schauen Sie, Engel können dies. Engel können als Menschen auftreten, wie wir bereits gelesen haben, und sie können gar nicht einmal erkennen, dass es Menschen sind. Die können in einer solchen Form auftreten. Dämonen können das nicht, wie ich Ihnen jetzt beweisen werde aus der Bibel. Aber Dämonen können natürlich in einer Vision Ihnen etwas vorgaukeln, sodass Sie vielleicht meinen, Sie sehen etwas Reales. Wie zum Beispiel Kinder, die meinen, die Jungfrau Maria sei zu Ihnen gekommen und hätte Ihnen da Visionen mitgeteilt und Geschehnisse mitgeteilt. Wie zum Beispiel die berühmten Visionen von Fatima. Nun, die Jungfrau Maria kann das keineswegs getan haben, weil die Jungfrau Maria, die ja nun keine Jungfrau ist, die war eine Jungfrau, als sie Christus gebar, aber sie hat dann weiterhin Kinder hervorgebracht, sodass sie keine Jungfrau geblieben ist, ihr ganzes Leben hindurch. Und die ist heute im Grabe tot, wie alle Menschen gestorben sind und tot sind und alle warten auf eine Auferstehung. Nun, die in Christus gestorben sind, wie zum Beispiel Maria, die wartet auf die Auferstehung zum ewigen Leben, wenn Christus zurückkommt. Wir alle Christen und diejenigen, die gestorben sind, ohne Christus anerkannt zu haben, vielleicht gar nicht gewusst haben, dass man Christus anerkennen muss, um das Heil zu erlangen, die werden in einer zweiten Auferstehung hochkommen, 1000 Jahre nach der ersten. Und dann gibt es sogar noch die dritte Auferstehung, die bezieht sich auf diejenigen Menschen, die genau gewusst haben, was sie getan haben, aber in Rebellion und mit Arglist und mit Hass Gott abgelehnt haben. Die werden in einer dritten Auferstehung für alle Zeiten vernichtet werden. Die leben nicht in einer Hölle irgendwie und werden auch nicht in einer Hölle für alle Zeiten gemartert werden. Die werden ausgelöscht werden. Ihre Existenz wird aufhören zu bestehen. Also die Jungfrau Maria-Idee, dass sie gekommen sei, um Hirten oder Kindern oder was immer
eine Vision mitzuteilen, ist nicht göttlichen Ursprungs. Sie ist dämonischen Ursprungs. Und die Menschen, die an diese Dinge glauben, glauben Lügen von Dämonen. Dämonen können sich allerdings nicht materialisieren. Aber wie ich sagte, sie können eine sehr, ich möchte einmal sagen, real wirkende Erscheinung produzieren. Schauen wir uns einmal Markus Kapitel 6 an. Markus Kapitel 6, angefangen Vers 47. Nun, ich weiß, ich mag mich möglicherweise nicht sehr populär hier mit diesen Aussagen bei einigen, die an die Jungfrau Maria glauben, an diese Visionen glauben, die die Kleinkinder da erhalten haben und junge Mädchen und so weiter und so fort. Aber die Bibel lehnt dies strikt ab. Und die Bibel sagt, wenn sie nicht aufpassen, wenn es möglich wäre, dann würden auch sogar sie verführt werden. Selbst wenn sie wahrer Christ sind. In Markus Kapitel 6, angefangen Vers 47, da lesen wir, am Abend war das Boot mitten auf dem See und er auf dem Land allein. Und er sah, dass sie sich abplagten beim Rudern, denn der Wind stand ihnen entgegen. Um die vierte Nachtwache kam er zu ihnen und ging auf dem See und wollte an ihnen vorübergehen. Und als sie ihn sahen auf dem See gehen, da meinten sie, es wäre ein Gespenst und schrien, denn sie sahen ihn alle und erschraken. Aber sogleich redete er mit ihnen und sprach zu ihnen, seid getrost, ich bin es, fürchtet euch nicht. Und er trat zu ihnen ins Boot und der Wind legte sich und sie entsetzten sich über die Maßen, denn sie waren um nichts verständiger geworden angesichts der Brote, sondern ihr Herz war verhärtet. Nun, was ist hier gemeint, als es heißt in Vers 49, sie meinten, es wäre ein Gespenst. Nun, das ist eine unglückliche Übersetzung, die Luther hier von sich gegeben hat. Im griechischen Urtext steht hier ein Geist. Sie meinten, sie sehen einen Geist. Nun, was für einen Geist? Sie meinten nicht, sie sehen einen Geist von Verstorbenen. Die verstanden, dass Verstorbene im Grabe liegen. Die meinten, die sehen irgendwie hier einen Dämon, der sich zwar nicht unbedingt materialisierte, obwohl ich nicht unbedingt weiß, dass sie dies verstanden, denn Christus wird das ihnen nachher noch deutlich machen, dass sich ein Dämon nicht materialisieren kann. Aber vielleicht sahen sie da etwas in der Ferne und meinten, sie sehen hier einen Geist, der ihnen da etwas vorgaukelte. Und Christus sagte, nein, seid nicht bekümmert darüber, ich bin es. Ich bin es selbst. Schauen Sie, das griechische Wort hier für Geist oder Gespenst, was Luther hier benutzt, ist das Wort Phantasma. Und da kommt das Wort Phantom her. Und es bedeutet wörtlich eine Erscheinung oder das Auftauchen eines Geistes. Das ist laut Lexikon die wörtliche Bedeutung des Wortes Phantasma im Griechischen. Also die meinten, die sehen eine Erscheinung. Die meinten, die sehen hier das Auftauchen eines Geistes. Und deswegen waren sie so erschrocken. In Lukas Kapitel 24 finden wir eine weitere interessante Passage, angefangen in Vers 36. Lukas Kapitel 24 und Vers 36. Als sie aber davon redeten, da trat er selbst, Jesus, mitten unter sie. Also es waren hier die Jünger, die befanden sich hier in einem verschlossenen Raum und sie sprachen über die Dinge, die geschehen waren, nach Christi Tod, nach seiner Auferstehung. Und Christus steht auf einmal mitten unter denen und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Und sie erschraken aber, ja natürlich erschraken die, das kann ich mir vorstellen, und fürchteten sich sehr und meinten, sie sehen einen Geist. Was für einen Geist? Warum erschraken sie? Wenn es sich um einen Engel gehandelt hätte, dann hätten sie möglicherweise nicht so ein großes Erschrecken gehabt, eine so große Furcht. Nein, sie meinten, sie sähen einen Dämon. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken? Und warum kommen solche Gedanken, dass hier ein Dämon zu euch spricht, in euer Herz? Seht meine Hände
und meine Füße. Ich bin es selber. Fasst mich an und seht. Schauen Sie, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Aber hatte Christus wirklich Fleisch und Knochen, als er auferstanden war von den Toten? Wie wir sehen werden, keineswegs. Christus ist als ein Geistwesen auferstanden. Er hatte aber die Macht, die Fähigkeit, sich zu materialisieren, als ein Mensch mit Fleisch und Knochen zu erscheinen. Schauen Sie, und er sagt, ein Geist, ein Dämon kann das nicht. Das war der Beweis, dass er kein Dämon war, weil er eben sich materialisieren konnte mit Fleisch und Knochen. Und so lesen wir. Und als er das gesagt hatte, da zeigte er ihnen die Hände und Füße. Und scheinbar hatte er sich so materialisiert, dass sogar die Wundmale zu erkennen waren. Nun, als Geistwesen hat Christus keinerlei Wundmale mehr, aber er materialisierte sie in diesem Augenblick, um ihnen zu beweisen, dass er wirklich der Christus war. Und als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr etwas zu essen? Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor, und er nahm es und aß vor ihnen. Schauen Sie, als ein Geistwesen braucht man nicht zu essen, wie ich sagte, man kann es aber. Und hier hat Christus sich materialisiert und hat dann sogar vor ihnen physische Nahrung zu sich genommen. Wiederum wird hier das Wort Geist in interessanter Weise vom Griechischen her benutzt. In Vers 37 lasen wir, sie fürchteten sich und meinten, sie sehen einen Geist. Und dann sagt er in Vers 39, ich bin es selber, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen. Schauen Sie, das Wort Geist kann sich sehr wohl auf Dämonen beziehen. Schauen wir uns einige Stellen kurz an. Das griechische Wort ist Pneuma. Und hier zum Beispiel in Markus oder in Matthäus, Kapitel 8. Matthäus, Kapitel 8. Und ich gebe Ihnen dann nachher noch ein paar weitere Stellen an. Da wird in all diesen Stellen das Wort Pneuma benutzt, aber auf Dämonen angewandt. Matthäus, Kapitel 8. Und Vers 16, da heißt es, am Abend aber brachten sie viele Besessene zu ihm, und er trieb die Geister aus, Pneuma im Griechischen, durch sein Wort, und machte alle Kranken gesund. Kapitel 10, Vers 1, er rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Macht über die unreinen Geister, wiederum Pneuma im Griechischen, dass sie die austrieben und heilten alle Krankheiten und alle Gebrechen. Vielleicht noch ein weiteres Beispiel in Kapitel 12 und Vers 43. Kapitel 12 und Vers 43 im Buch Matthäus, wo es heißt, wenn der unreine Geist, das ist eine Stelle, die wir eben bereits schon angedeutet hatten, von einem Menschen ausgefahren ist, durchstreift er dürre Städten. Also hier wiederum auch das Wort Pneuma für den unreinen Geist angewandt. Und da wir ja alles dies jetzt im Buch Lukas gelesen haben, wollen wir kurz noch zeigen, dass auch Lukas das Wort Pneuma benutzt und damit unreine Geister beschreibt. Wie zum Beispiel in Lukas Kapitel 4. Lukas Kapitel 4 und Vers 33. Es war ein Mensch in der Synagoge, besessen von einem unreinen Geist. Pneuma im Griechischen. Und der schrie laut auf, halt, was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Du bist gekommen, uns zu vernichten. Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Der sprach sogar die Wahrheit, insoweit Jesus Christus gemeint war, aber es war natürlich alles hier gegen Gott gerichtet, denn Christus wollte zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht, dass er überhaupt offenbart würde. Also hier geht es um einen unreinen Geist. Und die Jünger meinten, sie sähen einen unreinen Geist, einen Dämon. Und Christus sagte, fürchtet euch nicht, ich bin kein Geist, ein Geist hat keine Knochen, ich bin es selbst. Und da ich es selbst bin, kann ich mich materialisieren, was ein Dämon eben nicht kann. Aber wie ich sagte, Christus war nicht, als er auferweckt wurde, immer noch ein Wesen, das Knochen hatte, das Haut hatte, das Fleisch hatte. Die Idee, die auch heute von einigen gelehrt wird, von vielen gelehrt wird, dass Christus körperlich, in Anführungszeichen, auferstanden sei, womit wohl scheinbar gemeint sei, dass er nach wie vor einen physischen Körper hat, der dann irgendwie
in einen Geisteskörper verwandelt wird oder was auch immer. Aber nicht in dem Sinne, wie es die Bibel beschreibt, sondern die meinen, Christus sei nach wie vor eine Gestalt mit einem physischen Körper, der aber dann verewigt wird. Ein Körper, der nach wie vor die Wundmerkmale hat. Die ist total verkehrt, diese Idee. Das ist nicht das, was die Bibel sagt. Schauen wir uns dies einmal an im 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Christus wurde zu einem Geistwesen auferweckt, wie auch die Christen, die in Christus gestorben sind, wenn Christus zurückkommt, zu Geistwesen werden. Mitglieder werden der Familie Gottes, des Reiches Gottes, wie Gott Geist ist. Christus sagt, Gott ist Geist, der Vater ist Geist. Und wer ihn anbetet, der muss ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und so wurde auch Christus zu einem Geistwesen. Er war ein Geistwesen, bevor er zu einem Menschen wurde. Und bei seiner Auferstehung wurde er wiederum zu einem Geistwesen. 1. Korinther Kapitel 15. 1. Korinther Kapitel 15. Und lesen wir Vers 44. 1. Korinther 15 und Vers 44. Es wird gesät, Christus spricht hier von der Paulus spricht hier von der Auferstehung von den Toten. Und er sagt, es wird gesät ein natürlicher Leib. Wir sind alle natürlichen Ursprungs, wir haben alle physische Körper. Aber es wird auferstehen ein geistlicher Leib. Gibt es einen natürlichen Leib, so gibt es auch einen geistlichen Leib. Wie geschrieben steht, Vers 45, der erste Mensch Adam wurde zu einem lebendigen Wesen oder zu einer lebendigen Seele, wie es auch übersetzt werden kann. Denn das Wort ist in der Tat im Griechischen Psyche und im Hebräischen Nefesh und das bedeutet Seele. Aber die Seele ist keineswegs unsterblich. Nirgendwo werden Sie in der Bibel finden, dass von einer unsterblichen Seele gesprochen wird. Die Seele ist der Mensch. Adam wurde zu einem lebendigen Wesen, zu einer lebendigen Seele. Bevor er zu einer lebendigen Seele wurde, war er eine tote Seele. Aber dann blies Gott in seine Nüstern den Atem des Lebens und er wurde zu einer lebendigen Seele. Also der erste Mensch wurde zu einem lebendigen Wesen, zu einer lebendigen Seele. Und der letzte Adam, eine Bezeichnung für Jesus Christus, der zweite Adam, zum Geist, schauen Sie, zum Geist, der lebendig macht. Jesus Christus wurde zu einem Geistwesen. Und er macht auch Sie und mich lebendig, wenn er zurückkommt. Und das heißt, alle, die in den Gräbern sind, die werden seine Stimme hören. Wenn wir natürlich gestorben sind, wenn wir noch leben, dann werden wir in Geistwesen verwandelt werden, in einem Augenblick, wie es heißt. Aber wenn wir gestorben sind, werden wir, wenn er zurückkommt, seine Stimme hören. Wenn er uns ruft aus den Gräbern heraus, wie er damals Lazarus aus seinem Grab herausgerufen hat. Und es heißt dann ja auch im Johannesbrief, und derjenige, der Gutes getan hat, der geht ein in die Auferstehung zum Leben. Und diejenigen, die Böses getan haben, die gehen ein zur Auferstehung des Gerichtes, aber die kommt später. Schauen Sie, die kommt 1000 Jahre später, wenn es sich um die zweite Auferstehung handelt, und dann noch vielleicht 100 Jahre darauf später, wenn es sich um die dritte Auferstehung handelt. Aber Christus ist der Geist, das Geistwesen, der lebendig macht, der alle lebendig machen wird, die gestorben sind. Schauen Sie, er ist ein Geistwesen. Kein körperliches Wesen mehr, kein physisches Wesen mehr mit Fleisch und Blut und einem Körper physischen Ursprungs. Aber er kann sich materialisieren. Darum geht es hier. Vers 50 im gleichen Kapitel. 1. Korinther 15 und Vers 50. Und hier wird es ganz deutlich, dass Jesus Christus kein physisches Wesen mehr sein kann. Nicht mehr wirklich Fleisch haben kann. Denn es heißt, das sage ich aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Solange wie wir Fleisch sind, können wir nicht ins Reich Gottes eingehen. Jesus Christus ging ins Reich Gottes ein. Er kann nicht mehr länger Fleisch sein. Dass er eben sagt, seht, dass ich es bin, denn ein Geist hat kein Fleisch und keine Knochen, bedeutet, dass er sich in diesem Augenblick materialisierte. Und dass ein Dämon das eben nicht kann. Ein Engel kann es, ein Dämon kann es nicht. Das war der Beweis, dass er wirklich Jesus Christus war und kein Dämon. Darum geht es hier. Und Paulus sagt hier, auch wird das Verwesliche nicht erben, die Unverweslichkeit. Und er sagt in Vers 51, siehe, sage ich ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden.
Und das plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen, schauen Sie, und die Toten werden auferstehen, unverweslich. Nicht länger Fleisch und Blut. Alle Toten, die in Christus gestorben sind, einschließlich Maria, der Mutter Jesu Christi, die werden dann erst auferstehen, unverweslich. Nicht vorher, die leben heute nicht, die sind heute in ihren Gräbern tot, schlafen, warten auf die Auferstehung zum ewigen Leben. Und es heißt hier, und wir, die wir noch leben, werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit. Und dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Der Körper Jesu Christi, der ja nicht verweste, weil Christus ja nur 3 Tage und 3 Nächte im Grab war, war im Augenblick seiner Auferstehung, wurde er verwandelt von physischem zu Geist. Er zog in diesem Sinne die Unverweslichkeit an. Und es heißt hier in Vers 54, und wenn aber dies Verwesliche anziehen wird, die Unverweslichkeit, und dies Sterbliche anziehen wird, die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen vom Sieg. Dann können wir nicht mehr sterben. Wenn wir unverweslich geworden sind, dann sind wir auch unsterblich geworden. Dann ist der Tod für uns Vergangenheit. Darum geht es hier. Darum geht es hier. Es geht also darum, dass Jesus Christus kein Dämon war. Und er bewies dies dadurch, seinen Jüngern, die jetzt Angst hatten, die meinten, sie sehen einen Geist, dass er sich materialisieren konnte. Die Bibel beschreibt uns auch zum Abschluss eine Stelle im Buch Hiob, wie es aussieht, wenn ein Dämon sich zeigt. Wie geschieht das? Nicht in dem Sinne, dass er sich materialisiert. Das kann er nicht. Aber das ist das, was er tun kann. In Hiob Kapitel 4, angefangen Vers 12. Hiob Kapitel 4 und angefangen in Vers 12. Hier ist nämlich einer dieser 3 Freunde von Hiob, der Eliphas, der hatte scheinbar solche übersinnlichen Wahrnehmungen. Und das war auch ein Grund dafür, dass er seinem Freund Hiob keineswegs irgendwelchen guten Rat geben konnte, beistehen konnte. In Hiob Kapitel 4, angefangen in Vers 12. Hier teilt er jetzt eine Weisheit dem Hiob mit. Und wo kam die Weisheit her? Zu mir ist heimlich gekommen ein Wort, und von ihm hat mein Ohr ein Flüstern empfangen. Beim Nachsinnen über Gesichte in der Nacht, wenn tiefer Schlaf auf die Leute fällt, da kam ich Furcht und Zittern an, und alle meine Gebeine erschraken, und ein Hauch fuhr an mir vorüber. Es standen mir die Haare zu Berge an meinem Leibe, und da stand ein Gebilde vor meinen Augen, doch ich erkannte seine Gestalt nicht. Es war eine Stille, und ich hörte eine Stimme. Wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott, oder ein Mann rein sein vor dem, der ihm gemacht hat? Siehe, seinen Dienern traut er nicht, seinen Boten wirft er Torheit vor, wie viel mehr denen, die in Lehmhäusern wohnen und auf Staub gegründet sind und wie Motten zerdrückt werden. Es währt vom Morgen bis zum Abend, so werden sie zerschlagen, und ehe man es gewahr wird, sind sie ganz dahin. Ihr Zelt wird abgebrochen, und sie sterben unversehens. Schauen Sie, das war die Lehre dieses Gebildes. Aber dieser Eliphas konnte eine Gestalt wirklich nicht sehen. Das war ein Dämon, der sich hier bemerkbar machte. Deswegen hatte dieser Eliphas auch diese Furcht, dieses Zittern. Er konnte sich nicht materialisieren, aber er konnte sich durchaus bemerkbar machen. Und das ist das, was heute Dämonen tun, die so als Poltergeister auftreten, die so in Häusern herumspuken. Es ist interessant, dass man irgendwie da nie so richtig Fotografien von denen nehmen kann. Da sieht man irgendwie sowas Nebulöses, wenn man es überhaupt sieht, weil die sich eben nicht materialisieren können. Aber sie können durchaus natürlich in Visionen sehr real erscheinen, sehr real wirken. Und die Menschen meinen dann, sie sprechen vielleicht sogar mit einem Engel oder mit der Jungfrau Maria in Anführungszeichen. Sehr gefährlich. Sehr gefährlich, sich auf eine solche Ebene einzulassen. Und ich möchte in der nächsten und abschließenden Sendung dann, im Hinblick auf die Welt der Dämonen,
noch auf eine weitere interessante Stelle im Alten Testament eingehen, auf eine regelrechte Seance, eine Totenbeschwörung. Etwas, was heute die Menschen in ihrer Verblendung auch noch tun und meinen, sie könnten damit jetzt mit der Nachwelt in Kontakt treten, könnten da irgendwie die Geister der Verstorbenen zu sich rufen, mit denen sprechen und wissen nicht, verstehe nicht, dass sie damit in Kontakt treten mit lügenhaften, unreinen Geistern. Ich bedanke mich für heute für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.